Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zum Mario Maker 2. Ich weiß, dass wir 1200 Gold zusammenkriegen müssen. Wildes Gewippe. Ich habe ein paar Wippen aufgebaut, um einen schönen Trimmlichtpfad zu erschaffen. Falls sich auf einer Wippe Bösewichter breit gemacht haben, hilft vielleicht eine Stampfattacke auf die andere Seite, um sie wegzukatapultieren. Einfach springen und L nach unten bewegen. Vom Sportlehrer. Der gute alte Sportlehrer. Wer mag ihn nicht? Dann zeig ihn mal, wo der Hammer hängt. Alles klar, das machen wir doch. So, also im Abenteuermodus ist halt echt der 3D Super Mario 3D Style, ne? Ach du Scheiße. Das ist mal Physics, die man erstmal lernen muss, hey. Aber ja, geht ganz gut. Geht ganz gut. Kann man sich gut dran gewöhnen. So, hier einmal vorbeisneaken. Hier einmal links vorbeisneaken, einmal rutschen. So, was passiert hier? Oh. Ah ja. Okay, verstehe. Ich hier rein? Jawohl. Und wie ich da rein kann, was gibt's denn hier? Ah ja. Nein. Ach komm schon. So. Funktioniert doch. Die wollte ich haben. Auch wenn ich dafür den Pilz jetzt opfern musste. Aber ist, glaube ich, halb so wild. Man kennt mich ja, ich faile ja so gut wie nie. Aber hier ist immerhin der Checkpoint. Das ist schon mal was Gutes. Und hier gibt es einen neuen Pilz. Einwandfrei. Eine neue Lebensversicherung. Was machen wir denn hier? Ich würde sagen, ich nehme die Abkürzung. Hier lang. Jo. So, und hier hat er gesagt, Stampfattacke. Ah ja, okay. Ich verstehe. Packt er auch 4? 5? Ja, in der Tat. Okay. Ist da oben was? Na gut, jetzt habe ich mir den Weg eh versperrt. Na gut, dann ist das eben so. Aber haben wir, denke ich, ganz gut verinnerlicht, wie diese Wippen funktionieren. Bin ich nicht ganz unzufrieden mit. So, das gibt mehr Moneys. Moneys in the pocket. Ja, machen wir gleich noch eine. Oben ist unten. Ich glaube, ich habe meinen Tunnel bis zur anderen Seite des Planeten gegraben. Dort ist alles verkehrt herum. Irgendwie lustig, aber auch irgendwie verwirrend. Hügel runterrutschen kann man dort zum Beispiel mit L nach oben. Fieser Maulwurf. Viel Erfolg. Danke. Ist das etwa ein Monty? Sind das etwa Montys? Super Mario Bros. Dry. Das mag mir gefallen bis dahin. So, also. Ihr fallt runter, gell? Ja. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß, was kommt. Jetzt ist das hier nämlich... Genau. Ach du Schande. Das ist eine Umgewöhnung. Ach du Heilige. Aber geht. Geht, glaube ich. Ich denke, das geht schon. So. Ja, die Münzen hätte ich aber doch ganz gerne. Oh Gott, das ist... Wow. Wenn man sein ganzes Leben sich an das andersrum gewöhnt hat. So, da ist eine Röhre. Ja, okay. Dann komme ich da oben hin. Denke ich mal. Da müsste ich jetzt hier oben drauf kommen. Jo. Einwandfrei. Ein Feuerblümchen. Auch da sagen wir nicht nein. Im Gegenteil, herzlich gerne nehmen wir das an. Und damit können wir auch hier rein. 10 Bonusmünzen. Ich denke, damit sollten wir gleich den Bau angehen können. So. Wow. Das war so zum Teil geplant. So,
ich mir die Röhre hier sparen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich möchte gern andersrum. Da sind 30 Münzen. Die werden mitgenommen. Die werden nach Möglichkeit schon mitgenommen, ja. So. Kann man euch killen? Nee. Mossi, das weißt du doch. Das weißt du doch seit 25 Jahren mindestens. Aber ja, hier, das lohnt sich. Das lohnt sich, hier lang zu gehen, weil... Münzen. Viele Münzen. So. 30 Bonusmünzen, einwandfrei. Oh. So, auf den Dude müssen wir jetzt leider busy warten. Aber ja, es läuft doch super. Läuft doch super. Nur fast 100 Bonusmünzen. Mal, können wir hier das auch noch mitnehmen. So. Genau, und jetzt andersrum. Jetzt gucken wir mal hier rein in... Uiuiui. Heiliger Bimbam. Hier rein geht's, oder? Ja. Dann kommen wir hier vorne raus. Hä? Was? Das ist ja vollkommen... Achso, soll mir das nur beibringen, dass man in diese Türen da reingehen kann, ja? Soll das der Lerneffekt sein? Ja, okay. Okay, da will ich eigentlich nochmal, aber wegen den paar Münzen nicht. Nee. Wegen den paar Münzen machen wir das nicht. Wir haben ja schon sehr viele Bonusmünzen eingesackt. Lass uns mal gucken, das sollte locker, aber locker reichen. So, dann fang doch bitte einmal an zu bauen. Hauptgebäude, erstes Obergeschoss. Jawohl, bitte einmal loslegen. Sehr gut. Da wird jetzt gebastelt. Vier Level lang. Es warten bestimmt noch mehr Aufträge. Ja, das stimmt. Er hat jetzt auch 6 neue. Super. Was ich jetzt allerdings noch gerne machen würde... Das möchte ich mir doch nochmal angucken. Hey Kleiner, willst du noch einen kleinen Job für mich erledigen? Vielleicht stolper ich dann ganz zufällig gegen diese Steine, die hier den Weg blockieren. Ein stacheliger Job. Die Zielpersonen sind Stachis, 15 an der Zahl. Einfach von oben drauf springen ist nicht, aber als Profi wirst du dir sicher zu helfen wissen. Improvisiere. Besiege mindestens 15 Stachis und erreiche das Ziel. Das gucken wir uns mal an, weil vielleicht gibt es da rechts. Ich habe schon 10 Bonusmünzen gesehen, aber vielleicht gibt es da ja noch mehr. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Oh Gott. Oh je. Gibt's hier was Sinnvolles? Nee. Okay, also rein. So. Ah, ja. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja, 10 Bonusmünzen nehmen wir mit. Die rechts da, das traue ich mich jetzt nicht. Ah ja, das ist einfach nur hier so hin und her hüpfen. Und der killt uns die. Okay. Das ist durchaus machbar. Also man kann mit Thrums andere Gegner killen. Okay, einwandfrei. Lerneffekt vorhanden. Fahr bitte nach oben. Oh, daneben gehüpst. Macht nichts, aber wir bekommen jetzt irgendwas. Irgendwas Dolles bekommen wir jetzt. Schauen wir mal. So, 20 Münzen. Das ist halt echt nicht die Welt, aber... Rubbel, 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 rubbel. Einwandfrei. Sehr schön. Und platsch. Urks. Und er steht wieder auf. Das zählt natürlich auch als Level. Sehr schön. So, und? Hey Kleiner, ein letztes Mal müsstest du noch ran. Gebe ich dir was Hübsches zum Anziehen. Aktuell nicht, danke. Der Vorarbeiter hat aber den Auftrag jetzt, okay. 10 Bonusmünzen, ach das war's. Wegen 10 Münzen haben wir das jetzt gemacht, okay. Da würde ich sagen, wir machen noch einen schnellen. Einen schnellen machen wir noch. Neue Aufträge. Ja gut, die kommen weiter unten. Okay, schöner Wohnen mit Knochentrocken. Ich will meiner Wohnung mal einen neuen Anstrich verpassen. Etwas Lava wäre auch ziemlich funky. Wenn meine Gäste dann im Knochentrockenpanzer darauf herumfahren müssen, würde ihnen sicher die Kinnlade runterklappen. Hit MC!
Okay, also neues Feature, aber gut, das haben ja fast alle Level hier. Im 8-Bit Mario Brothers Style. Wir dürfen hier. Ja, okay. Also das ist neu. Man kann diese Knochentrockenpanzer, in denen kann man herumfahren. Oh, scheiße. Bedeutet das das Ende? Nicht mit mir. Oh, doch. Es bedeutet das Ende. Nicht verlieren das Ding, weil wegen macht Aua. Oh, scheiße. Das war eine knappe Kiste, du. Aber hier gibt's im Zweifelfall einen neuen. Ach, man kann sich totstellen? Geht das auch einfach so? Ja. Das macht mich, glaube ich, unverwundbar, ne? So, hier müssen wir jetzt echt aufpassen. Die sind aber oben, die sind markiert, ne? Ja. Die sind markiert, sehr schön. So, hier rein. Checkpoint, sehr schön. Das abgeriegelt. Will ich da unten lang? Lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich das? Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht lohnt sich das. Wir gucken uns das an. Und los. Los, 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 los. Eventuell lohnt sich das. Ja, aber wie sich das lohnt. Oh oh. Nicht zu vorschnell. So, und wieder aufwärts. Ja, für 10 Münzen lohnt sich der Aufwand. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn das erste Obergeschoss fertig ist, dann können wir ja wahrscheinlich wieder an zwei Fronten bauen. Und da werden wir die Kohle brauchen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, gut. Du interessierst mich herzlich wenig. Oh, fuck! Das war jetzt nur eine knappe Kiste, du! Da kam der einfach da hinten drüber gehüpft. So eine Schlawinette. So eine Schlawinette. Aber ja, Knochentrockenpanzer, umgekehrt. Sieht spaßig aus. So, jetzt wird erstmal Kohle rangeschafft. Und hier oben wird ein weiteres Hämmerchen eingeblendet. Sehr gut. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich war euer Mossi. Auf Wiederkuscheln und ciao.